Das ist doch schrecklich. Wir kriegen Lee nicht. Wir kommen zurück bei Assassin's Creed 3. Ich hoffe, das ist der allerletzte Versuch. Ich habe keinen Bock, Lee bis zum Sankt Nimmerleinstag. Hau doch mal ab, ihr Säcke. Geht mir aus dem Gesicht. Haut ab! Geh weg! Push! Alter, ich bin da runter. Lee, Alter, bleib stehen! Cool. Ein episches Duell im Flammenmeer. Warum so hartnäckig? Du wirfst uns nieder. Wir stehen auf. Du durchkreuzt einen Plan, wir schmieden neue. Du strengst dich an, aber es endet immer gleich. Die, die dich kennen, halten dich für irre. Und zwar deswegen. Auch die, die du retten wolltest, wenden sich nun von dir ab. Und doch kämpfst du. Widersetz dich. Warum? Weil es sonst niemand tut. Ich habe ihn gut getroffen. Bin ich tot? Nein. Natürlich, ich bin am Bauch getroffen und bin einfach im Gesicht blutig. Oh, ich habe so das Befürchtung, wir haben Lee nicht getötet. Okay, ich muss außen rumlaufen. Das ist ja... Ja gut, ich bin ja verletzt. Frohe Nacht, was? Er ist landeinwärts, nahm eine Fähre, den Charles River hoch. Ich werde auch dahin müssen. Natürlich. Sagt einfach Bescheid. Hey, Jagd auf Lee. Schön. Aber getötet haben wir den nicht. Er hat eine Pistolenkugel von uns hier reingekriegt. Warum lebt der Sack noch? Ich bin immer angeschlagen. Da sitzt er. Ich hab dich doch getötet.
Okay. Das ist so episch, da möchte ich nicht im Bild sein. Ich finde das krass, beide Männer verstehen sich ohne Worte. Wie dann jetzt? Wir haben alle getötet. Oha, ich hab den Gänsehaut. Scheiße! Ich hab den Gänsehaut. Sollten Sie das hier lassen? Das ist der Apfel. Warum hat Connor den Apfel? Wie kommt der Apfel zu Connor? Hä? Schon lange haben wir auf deine Rückkehr gewartet. Du hast getan, was du solltest. Du hattest Erfolg. Nein, ich habe versagt. Mein Volk ist fort. Von denen verjagt, von denen ich mir Schutz versprach. Es ist ein Tausch. Eine Art Opfer. Und nicht umsonst. Denn du fandest es. Was? Nun musst du es verstecken. Wo niemand danach suchen wird. Und dann. Wie kommt der Apfel zu Connor? Der letzte, der in der Hand hatte, war Marco Polo. Das verstehe ich nicht. Brauchst du nicht. 250 Jahre nach Ezio. Was wir sagen. Danach mach, was du willst. Bitte doch 1700 noch was. Was ist mit meinem Volk? Du hast diesen Ort gerettet. Das war deines Volkes Aufgabe. Das ist das Wichtigste. Es ist nicht genug. Es wird nie genug sein. Du strebst nach etwas, das nicht existiert. Doch hast du etwas bewirkt. Und das wirst du wieder tun. Denk daran, du musst das Amulett verstecken, wo niemand es findet. Was ich lustig finde, er kann den Apfel benutzen wie Connor, wie Ezio und Alter ihr, aber ist der Nachfahre von der Vorfahre von Desmond? Das heißt, der Vorfahre von Desmond müsste dann auch sein Großvater und sein Vater sein. Oder nicht? Ach, alles so verwirrend. Ist der alte Mann schon gestorben? Connor Davenport. 1748 bis 1750. Vielleicht auch 250 Jahre nach Ezio.
Sein Grab. Natürlich, kein Mensch kommt auf die Idee, dass du das mit ins Grab nimmst. Das wäre so die erste Vermutung, die ich hätte, wo das Teil sich befindet. Und zwar in dem Grab von demjenigen. Erinnerung synchronisiert, Sequenz 12. Yay! Miss Abigail Davenport, Connor Davenport. Ich weiß, wo der Schlüssel ist. Ja, dann los! Alice Davenport. Ich hab den Gänsehaut. Oh. Okay. Das war doch... Was? Nee, warum sind deine Hände blutig? Okay, seh mir nach, was drin ist. Noch nicht. Wir müssen noch für Stromzufuhr sorgen. Finde die übrigen Podeste und schließ die Energiequellen an. Bin dabei. Was? Was? Ich weiß gar nicht, wo ich... Was? Was? Soll ich wissen, wo die übrigen Energieproteste sind? Ah, hier ist eine Treppe. Nee, hier ist es nicht. Was ist da oben eventuell? Aber ich kann da nicht ran. Cool, ich weiß nicht, wo die letzten Podeste sind. Ich habe das letzte Mal nämlich nicht aufgepasst, wo ich die Dinge aufgemacht habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Oder wo das überhaupt aufgegangen ist. Aber ich müsste doch Minerva hier irgendwo laufen sehen. Das muss ich einmal ganz kurz im Internet gucken. Minerva stand da vorne das letzte Mal, als wir mit der gequatscht haben. So, hier stand Minerva. Hier habe ich mit der Alten gequatscht. Wo ist... So, das habe ich angeschlossen. Aber wie komme ich da hin? Nein. Komme ich da hin? Ist die... oh Gott. Frage. Muss ich ganz nach oben? Okay, ist ja echt beruhigend. Ja, und dann?
muss, glaube ich, wirklich gucken. Bin ich hier richtig? Hier saß ich mit Minerva das letzte Mal. Die Dinger anschließen, ja, Frage ist, wo schließe ich die an? Oh, hast du noch einen Tipp für mich? Und wie war es, wieder bei Abstergo zu sein? Ich dachte nicht, dass ich da lebend wieder rauskomme. Es ist gut, dass Cross diesen Zusammenbruch hatte. Wäre er nicht durchgedreht, wäre ich jetzt tot. Ich schätze, er hat sich nie ganz erholt. Wie meinst du das? Als er damals zu uns kam, zeigte er schon Symptome des Sicker-Effekts. Und zwar sehr stark. Es konnte jederzeit einfach so passieren, auch ohne den Animus. Er wurde auch manchmal gewalttätig. Hat viel Zeit und Therapien erfordert, aber wir dachten, wir hätten es unter Kontrolle. Aber als er dann wieder zu Abstergo ging, wer weiß, was die ihm antaten. Ich habe immer noch Angst, dass mir das auch passiert. Er wuchs in einem Animus auf, Desmond. Es gibt Überstimulierung und es gibt Daniel. Armer Kerl. Das kann dir niemals passieren. Wir passen auf. Wo soll das denn sein? War hier unten. Hab das hier unten eingepflanzt. Muss, glaube ich, wirklich nachgucken. Hier war ich. Minerva stand da hinten. Aber ich weiß nicht, wo der nächste Eingang ist. Dann der Vater zusammen. Hallo? Hey. Glaubst du, Wittigs Tod wirft Abstergo zurück? Eher nicht. Klar, er war ein Pionier des Animus. Aber die haben die Technologie seit Jahrzehnten. Andere werden seinen Platz einnehmen. Und Cross? Er war eine tickende Zeitbombe. Ich bezweifle, dass sie ihm trauen. Ich glaube, er war mehr ein Symbol als ein Aktivposten. Hm. Es tut mir leid, ich... Ich wüsste... Da oben steht die Alte! Wie kommst du da... Wie komme ich zu dir hoch? Wie komme ich zu dir hin? Wie komme ich zu dir da oben hin? Bin ich runtergefallen. Ich muss irgendwie nach zu ihr da oben, aber ich weiß nicht, wie ich nach ihr da oben komme. Wie komme ich zu dir hin? Hier bin ich richtig. Da das hier aber so scheiße dunkel ist, kommt man auch auf die Idee, dass da so Dinger sind. Wie komme ich denn auch auf die Idee, dass da Dinger sind? So, Minerva müsste doch da vorne. Also doch. Eine neue Welt näherte sich. Voller Kälte und Dunkelheit. Sie würde uns verschlingen. Denn wir sind Fleisch und Fleisch ist schwach. Anzüge und Schilde boten Schutz. Doch all das würde nicht reichen, um alle zu retten. Also wollten wir unser Wesen verändern, auf dass wir in einer giftigen Umwelt gedeihen können. Es war Aita, der sich meldete, um es zu probieren. Aita, mein Mann, meine Liebe. Am Ende veränderte es ihn, zerstörte ihn. Er war ein Gefangener von Maschinen. Der Körper hätte überleben können, doch sein Verstand musste dabei zerbrechen. Der Animus ist das. Er bat mich, ihn zu erlösen. Tage, Wochen und Monate. Ich flehte ihn an, uns Zeit für eine andere Lösung zu geben.
Aber es gab keine. Nicht für ihn. Nicht für uns. Und jetzt? Ja, okay, und jetzt? Besser jetzt einfach, jo. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich hier gerade mache. Nichts, Alter, das ist so dunkel. I don't see anything. Oh. Anscheinend doch. Bewusstsein anderes als eine Reihe elektrischer Impulse. Und der Körper ein Gefäß, das diese Funken bündelt. Doch er ist schwach. Mit der Zeit vergeht er und zerfällt zu Staub. Und wir fragten uns dann, was, wenn wir ihn ersetzen? Durch etwas Stärkeres. Etwas Besseres. So schufen wir ein neues Gefäß. Eins, das fortdauert. Und es war einfach zu betreten. Doch zum Verlassen. Zum Verlassen brauchte man etwas mehr. Etwas Falsches. Und so wurde auch dies aufgegeben. Doch ich fragte mich, was tut sich abzuwenden? Und jetzt? Wie? Was? Okay. Ich gehe einfach davon aus, dass ich da rum muss. Ich mach's jetzt einfach. Ich rate jetzt einfach nur, wo ich hin muss. Das müsste das Letzte sein. Ja, es ist das Letzte. Kann ich hier nicht einfach runterspringen? Ich sehe einfach nichts. Ui. Ein Plan? Ich rede noch ein letztes Mal mit den dreien. Das war's wohl. Wir sind direkt hinter dir. Okay. Ich werde gleich kurz bevor wir da ankommen, werde ich meine Kamera rausnehmen, weil das ist halt das Ende vom Spiel und da muss man nicht gerade unbedingt meine Visage im Endscreen haben. Oder im Endgespann oder wie auch immer man das nennen soll. Das heißt, wir sehen uns. Ich werde auch vielleicht ein bisschen kommentieren, vielleicht auch nicht, mal gucken. Ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich im Endscreen. Bis gleich! Stunde der Wahrheit.
Wir haben die Tür jetzt auf. Ist das richtig, was ich mache? Ja. Komm. Hier. Endlich. Jetzt kennst du die Geschichte. Wie wir es versuchten. Wie wir scheiterten. Wie unsere Hoffnung erlosch. Außer einer. Deine Hand. Ein Funke. Ein Funke, die Welt zu retten. Warte! Berühre das Podest nicht. Minerva? Du? Aber wie... Du gingst und hast das Gerät zerstört. Glaubst du denn, es gab nur das eine? Was bitte geht denn hier vor? Du darfst sie nicht befreien. Befreien? Juno lebt in diesen Mauern und wartet auf ihre Freilassung. Ich werde es erklären. Während wir die Welt retten wollten, wollte sie sie stattdessen erobern. Sie nutzte unsere Maschinen für ihre eigenen Pläne. Weissagung durch Zahlen. Die Existenz folgt einem Muster. Die Berechnungen zu verstehen, heißt die Zeit zu zählen. Das war mein Ziel. Ich baute das Auge, um uns zu helfen. Doch sie nutzte es für ihre eigenen Zwecke. Als wir den Verrat bemerkten, haben wir es beendet. Und dann gingen wir. Doch zuerst riefen wir dich, damit du es erneut versuchst. Wir dachten, ohne sie sei es sicher. Nun sehe ich, wir wurden getäuscht. Sie überlebte. Sie verharrte. Und sie begann zu arbeiten. Jahrhunderte liefen Tinia und ich durch die Welt, um den Funken der Zivilisation wieder zu entfachen. Wir teilten unser Wissen so gut es ging. Wir waren nicht die Einzigen. Und trotz all der Macht, die wir besaßen, würde der Tod uns holen. Doch bevor er das tat, wollte ich einen letzten Blick erhaschen, ob wir Erfolg hatten. Und so bist du jetzt hier? Ich hoffte, ihr findet diesen Ort und vollendet unser Werk. Doch es ist zu spät. Ihr und die Templer habt über unsere Überreste gestritten. Ihr habt Jahrhunderte vergeudet. Und so habt ihr eure Chance vertan. Du kannst das Ende nun nicht mehr aufhalten, Desmond. Du kannst es nur... Sie lügt! Berühre nur das Podest und die Welt wird gerettet. Besser die Welt verbrennt, als die da zu entfesseln. Ist das wirklich so? Dann zeig es ihm. Aber er wird nicht verstehen. Es ist kompliziert. Es ist... Zeig's mir. Hörst du auf Minerva, wenn die Sonne triumphieren? Der Boden wird aufbrechen und Feuer in den Himmel spucken. Die ganze Welt wird brennen. Doch das ist nicht das Ende. Nur ein Vorbote seiner Ankunft. Es folgt Dunkelheit. Dann kehrst du zurück, entschlossen, die Grundlage zu legen, damit eine solche Tragödie nie mehr geschieht. Du wirst ein Symbol für die, die überlebten. Hoffnung, Wissen, Entschlossenheit. Du inspirierst sie zum Wiederaufbau, zu einem Neuanfang. Und mit der Welt wird auch die Menschheit genesen. Doch du bist nur ein Mensch, schwach und sterblich. Du verlässt diese Welt und bleibst nur eine Erinnerung, ein Nachlass. Erst gedenkt man deiner als Held, dann als Legende und mit der Zeit als Gott. Das ist das grausamste Schicksal, Worte in guter Absicht zu schreiben und zu sehen, wie sie verfälscht werden. Was das Leben ermutigen sollte, wird zum Vorwand, es zu beenden. Und so siehst du jetzt, das, was war, wird wieder sein. So sag mir, ist das nun besser? Also wenn ich sie nicht befreie, geht die Welt unter und eine neue Zivilisation kommt. Und dann werde ich jetzt hergefeuert. Sie würde dich opfern. Sie würde die Welt opfern. Und einfach nur, weil sie mir die Genugtuung nicht gönnen will. Sie wird deine Rasse versklaven, Desmond. Kämpft ihr denn nicht deswegen? Seid ihr nicht deshalb hierher gekommen? Um die Zukunft eurer Rasse zu sichern und ihre Freiheit? Welche Zukunft? Welche Freiheit? Milliarden sterben und der Zyklus beginnt von vorn?
Die Welt kennt nichts weiter als Schmerz und Horror, seit wir sie verließen. Unser Geschenk an sie. Und du willst es wiederhaben. Genug! Du darfst das nicht tun. Was immer Juno plant, wie schlimm es heute auch scheinen mag, wir werden sie aufhalten. Doch die Alternative, das, was du willst, hat keine Hoffnung. Befreist du sie, wirst du vernichtet. Es wird sehr, sehr schnell gehen. Und ohne Schmerz. Tu es nicht! Es ist getan. Die Entscheidung steht. Dann musst du mit den Konsequenzen dieses Fehlers leben und sterben. Okay, wenn ich sie befreie, sterbe ich. Verschwindet. Ihr alle, jetzt. Geht so weit weg, wie ihr nur könnt. Komm mit uns. Wir finden einen Weg. Wenn ich sie nicht befreie, dann geht die Erde zugrunde. Du weißt, dass es stimmt. Es hat begonnen. Ich muss das tun. Also geht. Geht! Ich will keine Entscheidung treffen. Ich will keine Entscheidung treffen. Quasi innerlich verbrutzelt. Eine Art global auftretendes Nordlicht. So etwas noch nie zuvor gesehen. Augenzeugen beschreiben elektrische Stürme und plötzliche außergewöhnliche Wetterphänomene. Die Bevölkerung auf, ihre Wohnungen nicht zu verlassen. Und auch Geologen berichten von seismischen Aktivitäten im pazifischen Feuerring. Der Nordosten Kanadas erlebt zurzeit die schlimmsten Wetterkapriolen. Beginn der Aufzeichnungen. Satelliten und Transformatoren fallen aus, während der Sonnensturm immer stärker wird. Weltweit wird von Stromausfällen berichtet. Scheint zurückzugehen. Leichte seismische und vulkanische Aktivität wird berichtet. Aber nicht mehr in der vorherigen Stärke. Natürlich wird es mehrere Tage dauern, bis Experten die tatsächlichen Schäden des heutigen Ereignisses festgestellt haben. Aber das Schlimmste scheint vorüber zu sein. Wir halten Sie über die Entwicklung der Geschichte auf dem Laufenden. Vollbracht. Die Welt ist gerettet. Was für ein Rollen gespielt. Aber nun ist es an der Zeit, dass ich die Maya spiele. Ich habe so eine gute Idee, war die zu befreien. Und danach gibt es nichts mehr außer sie. Geil! Wir werden es ins Creed 3 durch. Wow! Nicht, dass es irgendwie. Ich kann es überspringen. Ich kann es überspringen! Schön! Kommt jetzt? Lande doch bestimmt im Startbildschirm, oder? Wie eigentlich immer. Oh. Warte. Sag jetzt nicht, der setzt sich auf den Stuhl wie Alter ihr. Das wäre so. Ich bin das nicht. Ich fasse das Ding nicht an. Das. Er läuft von selber. Hm.
Ach, jetzt kann ich den Rest spielen, oder? Jetzt könnten wir theoretisch praktisch den Rest durchspielen. Also hier die ganzen Dinger noch machen und so, aber ich glaube, das reicht, oder? Warte. Warum habe ich ein Ausrufezeichen auf New York? Ich will mal eben noch was gucken, bevor ich jetzt den Stream hier beende. Warum da ein Ausrufezeichen ist. Warum ist da noch eine Hauptmission? Okay, wait a minute. Ich bin noch nicht fertig mit dem... Ich bin noch nicht fertig mit dem Game? Okay, das machen wir noch eben in der Aufnahme. Ich meine, die ist schon 37 Minuten lang, die Aufnahme. Aber den Rest machen wir mal eben. Ich will wissen, warum da noch eine Hauptquest ist. Wir haben doch das Spiel. Haben wir das Spiel nicht durch? Habe ich was verpasst? Ich habe gedacht, das war das Ende, dass Desmond sich aufpasst, die Welt rettet und. Jodo, das war dann ein Game. Aber anscheinend haben wir irgendwas noch zu tun. Da ich nicht weiß, wie lange das geht. Quetsche ich das jetzt einfach mal in diese Folge rein, weil jetzt haben wir gleich eine Folge, weißt du, die geht 6 Minuten, das bringt ja auch niemandem was. Oder was sagt ihr? Ich wollte gerade schon das Abschlussplädoyer machen. Mich bedanken, dass ihr dabei wart. Ich meine, das mache ich gleich sowieso. Aber jetzt bin ich nochmal gespannt. Jetzt bin ich mehr als gespannt. Warum ist da noch eine Hauptquest? Wir haben alle getötet. Wir haben Charles Lee getötet. Wir haben... Epilog. Tag der Evakuierung. Amerika braucht eure Dienste nicht. Schickt sie nach England, im Sarg. Tod den Unterdrückern! Macht sie nieder! Bisschen irritiert. Leicht irritiert. Nur ganz leicht. Ja, ich würde gerne mal reisen. Ich würde gerne wissen, warum es noch Hauptquests gibt. Aber ich hätte noch Hauptquests. Ja. Du lässt mich doch verarschen. Gut, dass ich mich überall Bekanntheitsgrad 1 Gegner können sie entdecken. Hm. Wenn du hungrig bist, ich hab genug. Nein, danke. Wo sind denn alle hin? Nach Westen. Ist schon eine Weile her. Anscheinend hat der Kongress das Land einem Mann aus New York zugesprochen.
Was? Das passiert jetzt immer öfter. Die Regierung sagt zwar, sie nehmen kein Land, das schon bewohnt ist, aber... Wie konnte das nur passieren? Wir sind jetzt allein. Überhaupt kein Geld und keine Hilfe aus England mehr. Das heißt, wir müssen jetzt alles selbst machen. Und selbst bezahlen. Land ist schnell und leicht verkauft. Und nicht so lästig wie Steuern. Und da angeblich der ganze Krieg nur deswegen ausgebrochen ist, will sie keiner so schnell zurück. Sind kluge Köpfe unsere neuen Anführer. Die greifen noch nicht ganz so hart durch. Noch zu früh für Steuern. Zu britisch. Kann sein, dass ich nochmal die Folge teile. Pass auf. Ich werde die Folge auf jeden Fall, wenn die jetzt länger geht, doch nochmal teilen. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass das Spiel noch einen Epilog hat. Wenn ich ehrlich bin, ich bin gerade ein bisschen überrascht. Die Typen aus New York. Fällt nur Washington ein, dass der das Land gekriegt hat, aber... Ja. Ich habe deine Quest gehabt, es ist die Quest weg. Will das Spiel mich heute ärgern oder was? Nein, das war's. Ich habe keine Quest mehr, das war der Epilog. Wir können hier noch die paar Sachen einsammeln. Könnten wir noch machen, aber machen wir nicht. Ihr kennt das selber, bis wir bei Assassin's Creed alles eingesammelt haben, haben wir, weiß ich nicht, 1500, 2000, keine Ahnung was. Ja, das war wohl Assassin's Creed. Ich freue mich. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Die Story ist durch und wir sehen uns dann bei Liberation. Ich freue mich auf euch. Lasst doch gerne voll da. Schaut doch gerne bei Twitch vorbei. Tschüss.